Hallo alle zusammen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Anna von Deutsch Easy und ich helfe dir beim Sprachenlernen. Im heutigen Video geht es um verschiedene Reaktionen oder Gefühle und wie man diese durch verschiedene Körperbewegungen ausdrückt. Wenn es dich interessiert, bleib dabei. Deutsch Easy mit Anna Kreib. Hier geht es um das Wichtigste beim Sprachenlernen: Motivation, Integration und Durchhaltevermögen. Ich habe für dich einige Sätze mit verschiedenen Körperbewegungen vorbereitet und teilweise werden sie im direkten Sinne des Wortes benutzt und teilweise im übertragenen Sinne des Wortes. Ich würde sie mit dir detailliert durchgehen, sodass du erstmal verstehst, was die jeweilige Wendung bedeutet. Und dass du das Gefühl bekommst, wann diese Wendungen eingesetzt werden können. Dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, der Satz Nummer 1. Ich schüttle den Kopf, um abzulehnen, was man mir angeboten hat. Ich schüttle den Kopf, um abzulehnen, was man mir angeboten hat. Mit dem Kopf schütteln oder den Kopf schütteln. Beide Formulierungen werden synonym verwendet und bedeuten, dass jemand seinen Kopf seitlich bewegt, um Nein zu sagen, nein, oder sein Unverständnis zu zeigen. Ich schüttle den Kopf, um zu zeigen, dass mich dein Angebot nicht interessiert. Okay, weiter geht's. Sie verzog keine Miene, denn sie wollte sich ihre Gefühle nicht anmerken lassen. Sie verzog keine Miene, denn sie wollte sich ihre Gefühle nicht anmerken lassen. Das Wort Miene bezieht sich auf die Gesichtszüge oder den Ausdruck im Gesicht. Wenn man keine Miene verzieht, dann bedeutet das, dass man seine Mimik nicht verändert. Kann ich das überhaupt? So, ich verziehe keine Miene. Man verzieht normalerweise keine Miene, wenn man seine Gefühle oder seine Reaktion verbergen möchte, also wenn man seine Gefühle nicht zeigen möchte. Okay, der Satz Nummer 3 ist, alle nickten, um zu zeigen, dass sie mit dieser Entscheidung einverstanden waren. Alle nickten, um zu zeigen, dass sie mit dieser Entscheidung einverstanden waren. Nicken oder zunicken ist so und gilt in der nonverbalen Konversation als ein Zeichen der Zustimmung. Es ist für mich in Ordnung. Ich bin damit einverstanden. Alle spitzen die Ohren. Alle spitzen die Ohren und hören aufmerksam zu. Alle spitzen die Ohren und hören aufmerksam zu. Die Redewendung die Ohren spitzen bedeutet, dass alle oder jemand ganz detailliert und aufmerksam und interessiert zuhört oder lauscht. Diejenigen, die die Ohren spitzen, versuchen jedes Geräusch, jede Information wahrzunehmen. Ich spitze die Ohren und höre ganz genau hin, was du mir sagst. Er zwinkerte, um mir ein Zeichen zu geben. Er zwinkerte, um mir ein Zeichen zu geben. kann ich überhaupt zwinkern? Beim Zwinkern schließt man ein Auge ganz schnell und öffnet es wieder. Und das könnte als freundliche Geste oder ein Zeichen von Humor oder Einverständnis oder vielleicht bei Geheimnissen verwendet werden. Er zwinkert, um mir ein Zeichen zu geben, um mich wissen zu lassen, dass ich vielleicht zu diesem Thema gar nicht sagen sollte. Er möchte, dass ich mich zu diesem Thema nicht äußere. Übrigens, kennst du den Unterschied zwischen Blinzeln und Zwinkern? Man zwinkert absichtlich. Ich mache das mit Absicht. Beim Blinzeln schließt man seine Augen und öffnet sie wieder vollkommen reflexartig. Das muss passieren, das passiert vollkommen automatisch, weil meine Augen überlastet sind. Ich muss dann blinzeln, um meine Augen ein bisschen zu entlasten. Okay, der nächste Satz. Mein Schüler zuckt mit den Schultern, um zu zeigen, dass er die Antwort nicht weiß. Mein Schüler zuckt mit den Schultern, um zu zeigen, dass er die Antwort nicht weiß. Das Schulterzucken geht so und gilt als Zeichen der Unsicherheit bzw. Ungewissheit. Mein Schüler zuckt mit den Schultern, um zu zeigen, dass er keinerlei Antworten oder Lösungen für mein Problem hat. Ich weiß es nicht, ich kann dazu gar nichts sagen. Sie rollt mit den Augen, weil sie ziemlich genervt ist
von dem, was er sagt. Sie rollt mit den Augen, weil sie ziemlich genervt ist von dem, was er sagt. Die Augen verdrehen oder mit den Augen rollen. Wenn ich das könnte, könnte ich auch ganz normal zeigen, aber das geht irgendwie so. Manche Mädels können das super gut, aber bei mir klappt es jetzt nicht, aber ich glaube, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Die Augen verdrehen oder mit den Augen rollen. Ich verdrehe normalerweise die Augen, wenn ich mit der Aussage meines Gegenübers nicht einverstanden bin und gegebenenfalls empört oder vielleicht enttäuscht davon bin, was er mir sagt. Ich ballte die Fäuste in der Tasche, um meine Wut zu verbergen. Ich ballte die Fäuste in der Tasche, um meine Wut zu verbergen. Kennst du die Situation, wenn du dich schwarz ärgerst und deine Reaktion gar nicht so zeigen darfst, aufgrund der Gegebenheiten, was auch immer? Also du stehst gegenüber von einer Person, die dich total ärgert und du musst dich aber zusammenreißen, du darfst nichts sagen. Da machst du normalerweise so. Du musst dich ärgern, aber du darfst deine Gefühle gar nicht zeigen. Also um deine Gefühle zu verbergen oder deine Wut zu verbergen, ballst du normalerweise die Fäuste. Ich glaube, jeder hat seine eigene Methode, um seine Wut zu verbergen. Mein Professor hat mal gesagt, tief einatmen und 21, 22, 23 zählen. Und dann fühlt man sich automatisch besser. Die Kollegen lästern, dass der neue Chef die Nase ganz schön hoch trägt, weil sie ihn für eingebildet und arrogant halten. Die Kollegen lästern, dass der neue Chef die Nase ganz schön hoch trägt, weil sie ihn für eingebildet und arrogant halten. Die Redewendung die Nase hochtragen bedeutet, dass jemand überheblich oder arrogant ist. Es bezieht sich auf eine Haltung, bei der eine Person ihre Nase nach oben neigt, weil sie sich vermutlich für was Besseres hält. Eine hochnäsige Person denkt meist, dass sie wichtiger und überlegener ist als alle anderen. Und der letzte Satz, lass nicht den Kopf hängen. Lass nicht den Kopf hängen. Den Kopf hängen lassen ist normalerweise so. Aber die Frage ist, was das bedeutet. Was bedeutet es für dich, wenn du sowas hörst? Lass nicht den Kopf hängen. Kennst du diese Redewendung? Wenn ja, dann schreib bitte deine Antwort unten in die Kommentare. Wenn nein, da kannst du vielleicht deine Vermutung schreiben und sagen, was das bedeuten könnte. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und allgemein, wenn dir meine Arbeit weiterhilft, wenn dir meine Arbeit gefällt, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Und ich freue mich total auf mein nächstes Video und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Dann würde ich mich verabschieden und sage schon mal, mach's gut, ciao.